Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag und hoffe natürlich, dass wir jetzt hier mal richtig abgehen können. Es ist tatsächlich der zweite Platz geworden. 1:43,2 sind wir gefahren. Hier erhältst du Informationen zur Spritmenge in deinem Auto, zu den verbleibenden Reifensätzen und deren aktuellem Zustand. Außerdem kannst du hier die Reifenstrategie vor dem Rennen ändern. Warum sagt er uns das jetzt? Also, ich will da schon mal reingucken. Sechs Runden. Es macht auch Sinn, bei Runde 6 reinzukommen. Ja, und nochmal, also es ist tatsächlich Platz 2 geworden, ne? Das war eine Fabelrunde. Wenn ihr es nicht angeguckt habt, dann guckt da gerne nochmal rein. Meinetwegen auch bevor ihr das Rennen jetzt seht. Denn das war wirklich, die allerletzte Runde war wirklich sensationell. Da sind wir so gut durchgekommen und völlig verdient. Mit einer Zehntel leider Rückstand auf Platz 1. Aber, naja gut, eine Pole Position jetzt im zweiten Rennen wäre vielleicht auch zu viel des Guten. Ja, ansonsten läuft ja auch noch das Gewinnspiel. Was könnt ihr machen, um zu gewinnen? Ganz einfach auf der Videobeschreibung auf Gewinnspiel klicken. Ja, da kommt ihr zu Part 1, also zum allerersten Video von diesem Let's Play. Und dort einfach Daumen hoch geben, Kommentar hinterlassen. Unter allen Kommentaren wird per Zufallsprinzip der Gewinner dann gezogen. Und der bekommt von mir völlig kostenlos einen Steam Key, mit dem ihr das Spiel dann bei Steam runterladen könnt und kostenlos für den PC spielen könnt, natürlich auch online etc. So, ich würde sagen, es kann losgehen. Auf geht's, ich bin heiß. Und ja, dann wollen wir zusehen, dass wir hier ein richtig gutes Ergebnis rausfahren. Auf geht's. Ja, Hamilton auf 1. Wir auf 2. Und Jean-Éric Vergne 14. Nachdem du jetzt ein paar Punkte gesammelt hast, und dann kann's losgehen. Heute wieder versuchen, in die Top 10 zu kommen. Und das, was ein bisschen doof ist, dass der Hamilton hier tatsächlich innen ist. Aber wir sind gut weggekommen und wir werden jetzt auch versuchen, nach vorne zu kommen. Jetzt oder nie, ja? Sehr spät auf der Bremse, aber das mussten wir auch. Und jetzt müssen wir dann natürlich dann auch aufpassen, dass wir die Reifen nicht total kaputt machen. Oh, da haben wir aber erstmal einen ordentlichen Vorsprung. Raikön auf Platz 3. Ja, nicht, dass das so läuft wie bei... wie bei Nico Rosberg. Ich weiß gerade, wo war denn das? War das... Japan war es nicht. Beim letzten Rennen in Sochi, genau. Der ist ja so krass in die erste Runde Kurve rein. Hat er den Hamilton überholt, aber hat sich ja direkt die Reifen kaputt gefahren. So, Raikön, ne? Der hat den Hamilton auch kassiert. Und jetzt heißt es natürlich uns, dass wir uns hier wehren. Wir haben nur den Toro Rosso. Vergesst das nicht. Es steht zwar Red Bull drauf, es ist aber kein Red Bull Auto drin, sondern es ist der Toro Rosso. Und naja, da müssen wir halt dann hier und da mal aufpassen, dass wir nicht zu einfach überholt werden. Klar, wenn wir hier Fehler machen, okay, ja, dann haben wir es auch nicht verdient. Aber die haben natürlich ein bisschen mehr Power als wir. Und ja, wir müssen uns einfach wehren. Vor allem mit der Technik, dass wir halt... Uiuiui, jetzt wird es aber kritisch werden gleich. Dass wir halt viel später bremsen können als sie. Und dann sind wir halt am Ende der Geraden, können wir dann uns wieder so ein bisschen reinbremsen. Das ist nicht sonderlich schön für die Reifen. Aber schön für die Zeit, die wir dann nur brauchen.
Und es sieht aktuell wirklich sehr gut aus. So, aber wir nutzen hier wieder unsere normale Benzinstrategie. Ah, jetzt habe ich auf Standard. Ich wollte eigentlich auf das dünne Gemisch. Mager. So, damit wir mal so ein paar Runden so ein bisschen Benzin einsparen können, um in der Phase mit den Boxenstops, wo wir ja keinen aufhalten können, wenn wir in der Box sind, wo wir dann quasi dann Vollgas geben können. Ja, bis hierhin läuft es wirklich astrein, ne? Also ich bin echt begeistert. Wir haben gut ins Rennen reingefunden. Und jetzt müssen wir einfach die Runden abrattern. Ja, am besten ohne Fehler zu machen, ne? Das ist so das Wichtigste. Aber so richtig zwingend ist das nicht. Da muss ich nicht mal wirklich die Spur wechseln. Verwendet werden. Du musst dich darauf einstellen, dass die Fahrer hinter dir bei Überholversuchen DRS nutzen. Ah! Da, ja gut, da habe ich es den aber auch ein bisschen eng gemacht, ne? Da war der Hamilton und wollte schön vorbeigehen. Da bin ich dann aber sehr weit nach innen gegangen. Sonst hätten wir da, glaube ich, Probleme gehabt, wenn der innen vorbeikommt. Sonst machen wir das hier immer das, oder lassen wir sie außen überholen, weil wir in der nächsten Kurve dann innen wieder vorbeigehen können. Aber diesmal habe ich dann ein bisschen gepennt. Und ja, DRS ist auch unser natürlicher Feind, ne? Wenn wir hier vorne sind, die hinter uns, die sind immer innerhalb von einer Sekunde dran. Das ist dann immer sehr, sehr gefährlich. Auch hier kommen die immer sehr nah, gefällt mir gar nicht. Oh, wo ist Hamilton? Da hatte ich jetzt nichts mit zu tun. Vettel hinter uns jetzt. Hamilton auf 3. Hat er sich übernommen oder was? Ja, und ich bin gerade gar nicht... Oh, guck mal hier. Und der letzte Platz... Ah ne, der letzte von den Besten. Da hinten kommen noch ganz viele. Oha, der hat's aber eilig, der Vettel. Wir haben noch Sprit übrig. Du kannst das Benzingemisch für ein paar Runden erhöhen. So, gerade noch vorbeigekommen. Nee, nee, der Bern, der ist hinter diesem Feld von den besseren Autos und kann da nicht Schritt halten. So, Achtung, jetzt kommt hier aber richtig Verkehr. Oh, wow, 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 wow. Gibt das eine Strafe? Uiuiuiuiuiuiuiui, das würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ah, ist glaube ich schon zu spät, ne? Ist schon zu spät, ja, ja, der... Ich habe ihn gesehen, ja, ich bin... Ich weiß auch nicht. Da möchte ich mir jetzt gar nicht die Schuld absprechen. Also... Ja, der Hamilton ist raus. Oder ist jetzt erstmal ein bisschen weiter hinten. Da wollte ich eigentlich auf die Bremse drücken und dann... dem vorbeifahren lassen und dann rechts in die Kurve rein, damit ich da innen wieder vorbei kann. Sonst wäre das nämlich problematisch gewesen, weil ja auch der Vettel noch da war. Und dann habe ich den aber, bin ich zu früh nach rechts gefahren. Da hätte ich mich jetzt nicht beschweren dürfen, wenn das eine Strafe gegeben hätte. Für mich. Deswegen habe ich schon überlegt, ne? Machst du eine Rückblende, machst du nicht. Aber so ist nichts gekommen. Also, dann haben sie das als normalen Rennunfall verbucht. Ja, war auch ziemlich eng, ne? Der muss ja auch nicht so dicht an uns ranfahren. Da war ja innen noch genug Platz. Vielleicht deswegen auch nicht die Schuld nur bei uns, sondern auch bei ihm vielleicht so ein bisschen. Keine Ahnung, wie das abgewertet wird. Ich habe das Flaggensystem und Strafensystem auf jeden Fall auf realistisch. Das ist nämlich die höchste Stufe. Also man kann das auch noch leichter machen, dann wird hier wahrscheinlich nur, ja, keine Ahnung, absichtliches Wegrammen geahndet, aber so habe ich es auch realistisch gemacht, damit auch Abkürzen Ärger gibt und so weiter und so fort, auch wenn es nicht so hart ist wie bei Grid Autosport.
So, ich möchte jetzt innen bleiben. Ja, der Vettel kann gerne außen vorbeifahren. Ist mir ganz egal. Hauptsache, wir sind gleich innen. Du kannst das fette Gemisch wählen, wenn du möchtest. Wähl das fette Gemisch. Fettes Gemisch. Naja, das machen wir auch noch. So, Bottas auf Platz 2. Die Williams auch mit einer sehr guten Performance dieses Jahr. Oder Bottas. Valtteri Bottas aus Finnland ist, der kommt der ja. War auch, glaube ich, schon häufiger auf dem Treppchen dieses Jahr. Letztens, glaube ich, erst. Und jetzt versucht er uns hier auch zu ärgern. So, und in der nächsten Runde müssten wir dann in die Box gerufen werden. Ah, die Reifen verfärben sich auch langsam. Ich kann noch nicht viel spüren. Also es fühlt sich jetzt noch nicht so schlecht an. Also man rutscht noch nicht jede Kurve. Aber wir wollen es natürlich auch nicht übertreiben. Ne? Die Runde ist sehr, sehr lang. Das kann dann Probleme geben, wenn man wirklich zögert und dann hat man die Probleme danach. So, rechts darf er gerne vorbeifahren, aber nicht innen. Dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. So, da habe ich den mal ganz sanft ausgebremst. Aber da war ja noch genug Platz. Ne? Der hätte ja locker vorbeifahren können. So, dafür haben wir jetzt die Kurve hier mal gar nicht erwischt. Oh, und Wern arbeitet sich voran, ne? Das möchte ich gleich mal gucken. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Auf 10. Oh, auf Punktekurs. Oh, der Hamilton ist, glaube ich... Oh, Alonso, was ist da los? Alonso ganz weit hinten. Hamilton? Ist der schon wieder nach vorne? Oh, der ist schon wieder nach vorne, auf 7. Okay, da habe ich den jetzt gar nicht vermutet. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Ja, und jetzt ist die Lücke nämlich ein bisschen offen. Du hast noch ziemlich viel Sprit übrig. Du kannst auf Benzingemisch 3 gehen, wenn du möchtest. Wähl das fette Gemisch. Machen wir jetzt auf jeden Fall auch. Um vielleicht noch so eine kleine Lücke rauszufahren. Reifen habe ich schon auf hart gestellt, werde ich aber auch gleich in der Geraden dann nochmal einstellen zur Sicherheit. Nicht, dass wir hier nochmal auf Weiche kommen. Wir sind bereit. Komm jetzt an die Box. Das Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Boah, ist der mutig. So, also. Reifen hart. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp. Oh, und der Vettel ist auch, der Vettel ist auch mit zu uns in die Box. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Den können wir dann ja weiter so ein bisschen aufhalten. Wunderbar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, und da kommen jetzt andere rein. Der hat uns aufgehalten so ein bisschen. Aber der Vettel ist hinter uns geblieben. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir jetzt eine gute Runde fahren, dann... Oh, und hier kommen wir auch gerade so noch raus, rechtzeitig. Wenn wir jetzt eine gute Runde fahren, dann kommen wir auf jeden Fall so wieder vorbei an den anderen, dass wir hier eigentlich Platz 1 dann wiederholen sollten. Na, da bin ich mal sehr gespannt. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das klappt. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Ja, unser Vordermann ist Gutierrez, der Mexikaner.
So, der Gutierrez, der kann uns dann vielleicht, wenn wir rankommen, auch wenn der jetzt gerade noch natürlich noch bessere Reifen hat und die sind warm und sowas oder haben die richtige Temperatur, dann kann der uns vielleicht noch mal ein bisschen DRS und Windschatten spenden, aber dafür sind wir aktuell noch nicht nah genug dran. Deswegen wird das wohl eng werden und wir haben auch nicht zwingend ein besseres Auto. Uiuiuiuiui, Herr Vettel, was war das denn? Was hatte der denn davor jetzt? So, und die anderen sind in der Box. Es fährt, glaube ich, keiner durch. Uiuiuiui, war die Runde hier gut genug? Platz 8. Und da sind sie alle am Rausfahren. Das sieht gut aus. Uiu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 
weil wir ja hier dann auch einen Punkt bekommen für Treppchen, ne? Für Pole Position, ich weiß gar nicht, nee, Pole Position gibt's ja gar nicht, aber Treppchen gibt's. Und da hätten wir dann eine 1 und da wird der wohl nicht aufs Treppchen kommen mal. Kann ich mir nicht vorstellen. Und Rosberg, oh, Hamilton kämpft sich nach vorne. Der wird doch wohl nicht hier seinen Teamkollegen gleich noch attackieren. Ich meine, die beiden verstehen sich doch so gut immer auf der Strecke. Ja, aber solange die kämpfen, können wir hier so ein bisschen die Lücke, eine Lücke herausfahren, die wir jetzt aber wieder einbüßen, weil das jetzt einfach doof war, in der Kurve hier dieses Ding umzufahren. Kostet immer ein bisschen Geschwindigkeit und damit Zeit. Also innen lasse ich dich nicht vorbei, es tut mir leid. Tja, da hat er jetzt die Probleme, dass der Hamilton jetzt mal eben an uns beiden vorbeikommt. So, und jetzt fängt die Rutscherei an. Und es sind noch 4 Runden jetzt. 4 Runden bis zum ersten Sieg. Ah, da habe ich vergessen, nach innen zu fahren. Da war die Lücke fast, die Tür fast offen für die anderen. So, meinetwegen sollen sich Hamilton und Rosberg bekämpfen. Wir machen uns hier aus dem Staub. Irgendwie. Ah, und jetzt sind wir hier mal relativ gut durchgekommen, ohne dass da direkt einer an uns klebt. Und wenn wir die dann auch noch gut erwischen, haben wir hier sogar eine kleine Lücke. Ah, von wegen. Diesmal sind die da richtig gut durchgekommen. Greifen sogar hier noch an, ne? Das passiert selten. Also, es werden noch lange Runden werden, ne? Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Und wir haben auch noch Rückblenden, ne? Ich meine, wäre ja Wahnsinn, wenn wir hier ohne Rückblende den Sieg holen im Toro Rosso. So, ich wechsle, man darf ja hier einmal die Spur wechseln. Das machen wir dann immer nach innen, logischerweise. Aber bestraft wird es, glaube ich, sowieso nicht vom Spiel. Oh, und hier brauchen wir jetzt mal gar nicht kämpfen. So, 2,5 Runden noch. Ah, und die haben wir jetzt völlig versemmelt. Das heißt, wir haben ja jetzt gleich ein bisschen Mercedes-Bekanntschaft. Uiuiuiui. Und auch die hier. Meine Güte, was los? Machen sich jetzt die Reifen etwa bemerkbar? Und jetzt ist der Rosberg erstmal vorbei. Da müssen wir rein jetzt. Ah. Ohne Berührung, aber halt wirklich knallhart. So wie Montoya, Juan Pablo Montoya, der vor einigen Jahren bei der Formel 1, da gab es noch BMW als Team, BMW Williams. Der war auch immer richtig knallhart bei seinen Überholmanövern. Aber ist auch meistens gut gegangen. Aber das ist ja kein Ponyreiten hier, ne? Also, so, nein, innen nicht, außen ja. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Oio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 
Außen, okay. Aber Hamilton ist für mich ja so ein bisschen der Sieger dann der Herzen. Wenn der hier nicht so auch noch gewinnt. Den haben wir ja sogar einmal ins Drehen gebracht. Das war jetzt keine volle Absicht. Also es war fahrlässig, sage ich mal. Aber nicht vorsätzlich. Und der hat sich ja rausgedreht. Dein Motor hat die optimale Temperatur. Also das wäre natürlich hammermäßig, wenn er sich dann nochmal durchs komplette Feld zurückkämpft. Also der scheint echt der schnellste Fahrer hier zu sein und der, mit dem man sich messen muss. So, und jetzt haben wir ein Problem. Denn jetzt müssen wir wieder beinhart in diese Kurve rein. Eieieiei, da ist der Hamilton vorbei. Jetzt müssen wir nochmal alles nach vorne werfen. Ah, da habe ich nicht aufgepasst, da. Und dann... Hey, und es gibt auch kein DRS. Ach, das ist der Sieg gewesen. Schade, schade. Aber der ist halt auch viel schneller. Und jetzt gibt's noch eine Runde. Ah, ich trau mich nicht. Bisschen unsauber zum Ende hingefahren, aber wir kommen nicht mehr ran an den Hamilton. Ah, Mensch. Aber das ist ja auch ein verdienter Sieg von ihm, muss man ja mal so sagen. Aber wir haben uns wacker geschlagen, also ohne grob unsportlich hier zu fahren. Also es war eigentlich schon okay. So, und jetzt nicht noch ihn auch noch vorbeilassen. Oi. Und wie sie hier alle Schlange stehen. Wie sie hier alle Schlange stehen, meine Herren. Das knubbelt hier gerade. Also, aber die Reifen, die sind auch nicht mehr so gut bei uns. Das büßt sich jetzt gerade alles. Die Fahrweise mit den harten Reifen. Weil wir permanent immer spät rein und extrem viel bremsen und so weiter und so fort. Aber wir müssen nur noch eine Kurve überstehen. Eine Kurve und zwei Geraden. Und Platz 2 ist doch mit dem Toro Rosso schon mal richtig stark. Hamilton ist im Ziel, hat sich nochmal richtig nach vorne gefahren. Und es ist aber Platz 2 und damit können wir doch leben. Das ist doch super. Der Teamkollege auf Platz 12. Bisschen wenig, aber Hauptsache wir haben hier unser Treppchen verteidigt. Ja, Platz 2 in der Qualifikation. Und das bringt uns natürlich weit nach vorne auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Der ist ja auch außer sich. Ja, wunderbar. Ja, Alonso ist für mich hier so der Verlierer des Rennens. Ich weiß gar nicht, ob der in die Punkte gekommen ist. Aber der hat natürlich, ja, warum... Ach ja, wir sind ja hier von dem Russen im Auto, von dem Kvet, wie auch immer. Ja, ein super Rennen. Also, das war doch mal vernünftig. Oh, und jetzt bin ich erleichtert. Eieieiei, ich wollte das auf keinen Fall versemmeln hier. Bei den Strecken, die wir wirklich kennen, da müssen wir auch gute Ergebnisse holen. Ansonsten können wir die Strecken, die wir nicht so gut kennen, oder wo ich
die halt schwer zu fahren sind. Ne? Singapur, Monte Carlo natürlich, das ist dann immer ein bisschen schwieriger. So, Bahrain ist jetzt auch nicht meine Lieblingsstrecke, China auch nicht, Spanien auch nicht, Monaco auch nicht. Also jetzt haben wir hier Kanada, mag ich wieder, und und Spielberg hier, also A1-Ring in Österreich mag ich eigentlich auch ganz gerne. Aber jetzt haben wir erstmal ein paar Rennen, wo es interessant wird. In der nächsten Woche sind wir bei Bahrain. Das ist ja jetzt in dieser Saison ein Nachtrennen geworden und ja, bin ich mal sehr gespannt. Wir schauen eben nochmal ganz kurz auf die Mails. Ja, es soll nicht sonnig werden, aber auch nicht regnen, das ist schon mal wichtig. Und ja, hier ist gar keine Zwischenanzeige, wie es denn so steht. Aber wir haben natürlich von den Punkten her 26-0, klar die Nase vorne. Hier, Einstellungen können wir gerne nochmal reingucken. Schwierigkeit, da sind wir auf Profi. Das ist nämlich hier Experte und Legende. Ah, okay, dann sind wir hier beim mittleren Wert. Das ist, glaube ich, aber auch okay. Ansonsten wäre es einfach zu aussichtslos. Also wir sind ja schon gut gefahren in dem Rennen. Und naja, ich sag erstmal danke fürs Zuschauen, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und ja, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns. Wenn ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen wollt, könnt ihr das machen. Wie habt ihr ja schon erfahren in dieser Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen und freue mich auf Donnerstag fürs Szenario in Bahrain. Bis dann.